Der Lüneburger SK hat sich noch vor Beginn der Restrunde auf 2 Positionen verstärkt. Nach den Abgängen von Mustafa Zazai und Ture Ilgner haben nun Gosun Sakay und Onur Karpin bei den Niedersachsen unterschrieben. Ich bin sehr glücklich, dass wir die beiden haben verpflichten können, sagt Trainer Rainer Zobel. Die Spielerdecke war doch dünn geworden, zumal auch Lorenz Lahmann Lammert mit einem Innenbandelriss einige Wochen ausfällt. Anführungszeichen mit dem Japaner Sakay kommt ein bekannter Name nach Lüneburg. Der 21-Jährige, der in der japanischen 2. Liga bei Albirexen Niigata und Fukushima United Erfahrung gesammelt hat, ist der Bruder des Hamburger Bundesliga-Profis Gotoku Sakay und vielseitig einsetzbar. Er ist bisher als rechter Verteidiger eingesetzt worden, so Zobel. Anführungszeichen, er kann aber aus meiner Sicht auch im rechten Mittelfeld spielen. Anführungszeichen, der 21-jährige Karpin soll hingegen im Angriff für neue Impulse sorgen. Der ehemalige deutsche U17-Nationalspieler sei antrittsschnell und sehr beweglich, sagt Zobel. Karpin war zuletzt in der 2. türkischen Liga bei Tiraspor aktiv, hatte aber zuvor bereits in den zweiten Mannschaften von Werder Bremen und Hannover 96 Erfahrungen in der Regionalliga und der 3.